Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Heute möchte ich ein kleines Special-Video machen und zwar mit der Erklärung der WCS-Akku-App. Ich kriege immer wieder Anrufe und ich möchte jetzt einfach mal detailliert mit euch zusammen natürlich diese App durchgehen, denn mittlerweile haben wir schon weit über 100 Akkus verkauft und montiert von WCS, sind ja doch schon eine Menge und da möchte ich euch auf alle Fälle mal mitnehmen und euch die App näher bringen, wie sie denn richtig anzuwenden ist, wie sie funktioniert, wie man richtig auslesen kann und da gehen wir jetzt mal ran. So, jetzt sind wir hier bei mir im Büro und wir gehen auf unsere App, um die es heute geht. WCS Zyklon. Das ist die App, die wir jetzt hier mal antippen. Ich habe das hier auf meinem Tablet mal versucht, hier euch näher zu bringen. Bitte nicht wundern, dass ihr hier vom Gimbal den Fuß seht. Ich denke, das funktioniert so einigermaßen. Die Funktionsweise. Wenn wir die App öffnen, dann kommen hier natürlich jede Menge Akkus zum Vorschein. Das liegt daran, dass wir hier im Büro nicht weit weg sind von unserem Lager und somit sieht man natürlich hier erst einmal die ganzen Akkus, die hier auf Lager sind. Das wollen wir natürlich jetzt so nicht sehen. Wenn ihr dann mit eurem WCS-Akku irgendwo anders seid, je nachdem wie viel das ihr drin habt, seht ihr natürlich nur euren Akku und nicht meine hier im Lager. Ich gehe jetzt aber hier mal auf den Demo-Mode, um euch das Ganze mal zu zeigen, wie die App genau ausschaut. Und dann sehen wir hier das Hauptbild von der App. Und zwar fangen wir hier auf der linken Seite an. Hier sehen wir die Voltzahl, was der Akku hat. Hier sehen wir den Strom, sprich Ampere, was gerade in den Akku rein oder raus geht. Immer netto gerechnet. Das heißt, das, was hier steht, ist der tatsächliche Verbrauch, was natürlich aus dem Akku gezogen wird oder was in den Akku reingeht. Habt ihr eine Solaranlage, dann seht ihr, wie hier das Strom reingeht oder eben rausgeht. Und hier haben wir die Leistung, das gleiche hier in Watt gerechnet. Hier haben wir dann die Prozentanzeige. Das heißt, wir haben jetzt gerade 10% noch in dem Akku drin. Verfügbare Restzeit steht hier dann Nein. Ladezeit wären hier, ihr seht es, 37, um den Akku wieder voll zu laden. Weil wir haben hier 400 Amperestunden. Das ist natürlich schon eine Nummer. Und das ist schon ein Haufen Holz. 400 Amperestunden brauchen natürlich ein bisschen, bis sie voll sind. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen mit der App, dann sehen wir hier die verschiedenen Akkus. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 mal je 100 Amperestunden Akkus parallel zueinander geschalten. Die können wir dann in dem Bluetooth-Mode jeweils antippen, unsere vier Akkus zusammengefasst, dann in einem Übersicht, das ist das hier. Jeder einzelnen Akku kann man dann, wenn man runterscrollt, hier nochmal betrachten und dann sehen wir auch wieder, die Akkus haben 8 Volt, je Akku gerade 12 Ampere, 96 Watt, die Temperatur 12 Grad und hier haben wir die Ladezyklen, dementsprechend haben wir aktuell 4. Letztlich ist das eine tolle Geschichte, sehr übersichtliche App, finde ich richtig toll. Das ist eigentlich nur die Information. Jetzt gehen wir weiter auf die Zellenüberwachung. Hier sehen wir die einzelnen Zellen dementsprechend. Um jetzt aber den Schalter, hier haben wir dann auch nur zwei Schalter, einmal einen Ladeschalter, einen Entladeschalter. Das heißt, hier sperren wir den Entladestrom und hier sperren wir den Ladestrom. Also hier kann ich jetzt sagen, Achtung, jetzt wird, also wenn das so steht, Achtung, aus. Jetzt kann nicht mehr entladen werden. Jetzt ist er wieder an. Immer wenn das hellgrüne hier zu sehen ist, dann ist der Akku an. Wenn er dunkel ist hier, dann ist der Akku aus. Ist er Demo-Mode, darum switcht er immer wieder zurück.
Genauso ist es mit dem Endladeschalter. Auch den kann man ausschalten. Das heißt, wenn er da drüben ist, kann nicht mehr geladen werden. Ladeschalter. Drum steht hier Ladeschalter. Jetzt kann er nur noch entladen werden, aber nicht mehr geladen werden. Und nach einer Zeit kann man wieder einschalten. Wichtig sind die Schalter letztlich für den Hauptschalter. Also das ist im Prinzip ein Hauptschalter, so kann man sich den Hauptschalter sparen, indem er eben die Batterie ausschaltet. Wichtig ist jetzt aber, wenn man die Batterie ausschaltet, dürft ihr nur mit einer Batterie verbunden sein. Wenn ihr mit 4 auf 1 Schlag verbunden seid, das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss immer eine Batterie antippen. Mit der einen Batterie, wo ich verbunden bin, die kann ich dann ausschalten. Das muss ich dann, wenn ich bei 4 Batterien bin, 4-mal machen und dann ist es wieder okay. So, gehe ich wieder auf meinen Demo-Mode, sehe ich aktuell wieder eine Übersicht. Nicht wundern, das ändert sich jedes Mal im Demo-Mode. Jetzt haben wir halt auch wieder 400er, perfekt. Letztlich können wir hier bis 8 Akkus zusammen anschauen. Das ist auch geil, das ist eine Sensation. Es kann sonst keine einzige App. Es kann nur die WCS-App, dass man hier bis zu 8 Akkus anschauen kann. Also echt tolle Sache. Und gehen wir wieder kurz zur Zellenüberwachung. Und dann schauen wir noch eins weiter. Information. Hier haben wir dann Informationen, sprich Fehlerinformationen. Ihr seht hier jetzt schon bei der Zellenüberwachung, wenn wir da mal reinschauen und mal das Beispiel hier gleich nehmen, dass hier 2 Zellen rot sind. Da dürft ihr euch keine Gedanken machen. Es ist alles gut. Es kann halt mal sein, dass eine Zelle ein bisschen abdriftet, so wie es hier im Fall ist. Hier haben wir 3,5, hier haben wir 3,3, hier haben wir 3,3, hier haben wir 3,5. Also 3,3,4,8, 3,3,6,3. Es kann sein, dass da mal Zellen rot umrandet sind. Das heißt nichts anderes, dass jetzt ein interner Zellenausgleich stattfinden muss, was natürlich das BMS und die Batterie alles automatisch macht. Und es kann auch mal vorkommen, dass hier eine Zellenüberspannung rot aufleuchtet. Auch das ist ein Thema, was nicht gefährlich ist, was nicht schlimm ist, was überhaupt kein Problem ist. Der Akku macht es für sich letztlich. Wenn man das beschleunigen will, einfach ein paar Verbraucher einschalten und dann wird es ruckzuck wieder behoben. Das dauert nicht einmal ein paar Minuten und dann geht es auch schon wieder lustig weiter und alles ist in Ordnung. Also das ist keine große Thematik. Nur für euch zur Information, nicht erschrecken, wenn hier was rot ist, passiert nichts. Wieder zurück zur Stadtseite, dann können wir hier wieder alles Mögliche ablesen. Strom geht rein, Volt passt, keine Ahnung. Hier haben wir 312 Amperestunden jetzt von 400. Das ist alles okay. Also alles gut, alles im grünen Bereich, passt. Auch hier nicht wundern, wie wir vorhin gesehen haben, dass da ändert die Farbe. Wenn der Akku niedrig, also vom Stand her niedriger wird, dann ändert sich auch diese Farbe. Der Schalter hat mit euch nichts zu tun, weil hier brauchen wir ein Passwort. Da müsst ihr gar nichts dran machen. Den einfach schlichtweg ignorieren. Wichtig für mich ist auch natürlich immer die Temperatur vom Akku, die man ablesen kann. Warum ist das wichtig? Weil wenn der Akku mal Minusgrade hat, dann kann ich hier ablesen, dann weiß ich, warum er nicht geht. Wenn ich dann hier weiter gucke, werden wir auch sehen, wenn er Minusgrade hat, dass dieser Schalter aus sein wird und der Entladeschalter wird weiter an sein. Der Akku lässt sich, und da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, ohne Probleme bis minus 9 Grad habe ich, glaube ich, runtergekühlt. Der kann natürlich wesentlich mehr. Ohne Probleme entladen, nur nicht beladen. Das heißt, ich kann meine Heizung anschalten, das Wohnmobil wird warm, wird geheizt, der Akku kriegt langsam Betriebstemperatur, steigt wieder über die 0 Grad. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube bei 5 Grad so circa schaltet er dann wieder ein, dann springt der Schalter wieder darüber. Jetzt lässt er das Laden dann auch wieder zu und dann ist alles wieder safe und es geht lustig voran. Ja, mehr gibt es eigentlich schon gar nicht zu sagen. Hier die Restlaufzeit von der Ladezeit. Was gibt es hier noch? Eigentlich nichts mehr. Das ist nur die ganze Thematik hier mit den Schaltern.
muss man halt darauf achten, dass man wirklich mit jeder Batterie dann einzeln verbunden ist, um jede Batterie einzeln auszuschalten. Wenn mal Batterien extremst ungleich laufen oder in der einen Batterie gar nichts mehr rein oder raus geht, dann immer erstmal sich nur mit dieser einen Batterie verbinden, mal gucken, wie hier die Schalter stehen. Da kann man schon ganz viel selbst machen, weil vielleicht hat man versehentlich einmal drauf gedrückt oder hat versehentlich hier mal ausgeschalten. Auch das hat man schon und schon geht nichts mehr. Drum immer gucken, dass man hier die hellgrünen Felder sieht, dann ist der Akku an. Wenn man es darüber setzt, ist es also weg von an, dann ist es automatisch aus und jetzt würde man nichts mehr entnehmen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier passieren immer wieder Fehler und da einfach nur grob drauf achten. Ja, hiermit schließen wir dann auch das ganze Kapitel Akku. Wie man sich mit einem Akku verbindet, ist ja relativ leicht. Einfach hier zack draufdrücken. Wird jetzt hier nicht gehen, weil wir zu weit weg sind. Ja, dachte ich mir. Jetzt schaue ich mal kurz. Ah, doch, hat sich verbunden. Hat sie aber gleich wieder gelöscht, weil er ja eben weg ist. Ihr seht, ich habe jetzt hier vorne fast keinen Kontakt. Schauen wir mal, ob der geht. Das ist unser Akku, wo wir unseren Solartest dranhängen haben. Aber auch das geht hier in der Entfernung nicht. Da müsste man näher hingehen. Ja, aber ihr habt es gesehen im Demo-Mode, wie es funktionieren kann und wie die ganze Geschichte aussieht. Ich hoffe, das ein oder andere könnt ihr aus dem Video ableiten. Wenn nicht, natürlich jederzeit hier anrufen, per E-Mail oder per Telefon. Einfach nachfragen. Also, ganz lieben Dank. Ja, das war's schon. Ganz kurz, einfach nur mal ein Erklärungsvideo zu dieser Handhabung von dieser App, damit jeder auch mal unterwegs nachgucken kann auf unserem Kanal, der WCS-Produkte verbaut hat, wie lese ich die App richtig aus, wie gehe ich richtig mit der App um. Wenn dann dennoch Fragen entstehen, natürlich jederzeit anrufen per E-Mail oder per Telefon und hier anfragen. Wir geben euch natürlich immer Antwort und stehen euch zur Seite. Das war ein relativ kleines, kurzes Video und mal nichts mit Technik, aber das nächste füllen wir natürlich wieder mit geballter Technik und Solartest und allem, was so ansteht. Also, in diesem Sinn freue ich mich über ein Like, freue ich mich über ein Abo und passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Video. Danke, ciao, ciao.